Ich dreh doch die Kamera. Oh, schön. Nur, dass ich die Kamera nicht drehen wollte. Aber das passiert halt so. Juhu! Ja! Was soll ich denn vorlesen, Stuhlhase? Ja, was liest du denn? Was? Ja, du liest ja gar nichts vor. Keine Kommentare oder so. Ja! Wir fühlen uns vernachlässigt. Tut mir leid, wollte ich nicht. Ich fühle mich jetzt auch vernachlässigt, weil du mich vielleicht vernachlässigen wirst, weil... Nein, das wäre gemein. Das wär ein böser Druck, den ich dir da aufhalten würde. Oh nö! Nur ein Mensch. Ach, sowas bist du? Das sieht gar nicht. Ja, in der Tat. Weil es dazu beiträgt, die Wachstumsphasen der Haarwurzeln zu verlängern. Ja, genau. Ja, in WhatsApp schreiben wir ja gar nichts. Alles klar. Axi, du könntest deine Rätselrunde wiederkommen. Hast du das gefragt? Nein, das hat ein anderer gefragt. Komisch, merkwürdig, weil du hast die selber letztens gelöst oder gespielt. Ja. Ich bin gemein. Komm schon. Und? Komm wieder hoch. Danke. Okay, also was muss ich jetzt tun? Ich muss einfach nur da... Einfach springen. Nein! Doch, ist richtig. Ah nee, ich dachte die Wand, du musst draufspringen. Oh. Nein, nein, nein. Das war ja so. Ja, jetzt hab ich bemerkt. Oh Gott. Oh Gott, das kannst du laut sagen. Auch wenn der uns nicht helfen wird. Glaube ich zumindest. Wenn doch, dann danke, lieber Gott. Hey. Okay, so. Kamera drehen, bitte. Ich habe generell meine WhatsApp-Nachrichten nicht überprüft. Wie es jetzt ist. Ja, Entschuldigung für den kurzen Offline-Stream. Weil er offline war, der Stream. Alles wieder da. Und es ist weg. Nein! Was, der Stream? Nee, da. Du hast es ganz kurz gesagt, weil Stream ganz kurz offline war. Achso. Oh, guck mal, oh, guck mal, oh, guck mal! Ich bin weiter! Ja, ich bin so stolz auf dich. Dankeschön. Bitteschön. Dankeschön. Bitteschön. Schanke, du. Ich hoffe, du wirst bei meinen Zeichnungen auch stolz auf mich sein. Ich hoffe es. Wirklich, sehr. Und ich bin schon stolz darauf, dass du dich gemeldet hast, freiwillig. Und yeah. Guck dir das an! Guck es dir an! Du bist halt ein Pro. Ein Pro-Professor. Alter. Jetzt nur noch da durchkämpfen, durch den Wind! Oh, nee. So, und das Problem ist, ich habe nicht viele Leben, mit denen ich Bowser angehen kann. Hätte ich jetzt 99, dann... 99 Luftballon. Kleeheben. Damit werde ich ihm eine Kleeheben. Ich habe es zumindest bis zu ihm geschafft. Das ist erstmal das Wichtigste. Das ist prima. Ich bin auf der Suche nach etwas, das ich mit meinen Feueratem. Ich mach das mal. Hey, Junge, das ist prima. Ich bin auf der Suche nach etwas, das ich mit meinem Feueratem brutzeln kann. Wie wär's denn mit einem Übersichtsplan, den ich anzünden könnte? Ja, genau. Deine Sternenkraft nützt dir hier nichts. Deine Freunde sind in den Wänden gefangen. Du wirst dein Prinzesschen niemals wiedersehen. Okay. Ach, sorry. Nicht Bowser, sondern Bauschuh. Ja, genau. Bauschuh. Tut mir leid, Mann. Ah, komm. Ich muss hier schnell sein, wie es aussieht. Ja. Scheibenkleister, jetzt muss ich eigentlich. Ich müsste ihn eigentlich nur. Ah! Ganz geradeaus schmeißen, aber das Doofe ist, er hat eine blöde Attacke auf mich gemacht. Oh! Und noch eine.
Tackle! Ja, Bowser setzt Tackle ein oder Shiggy oder Totok. Keine Angst, er hat nur noch 18 AP, weißt du? Oh, ich sehe nix! Oh. Nee. Ich versuch's nicht so. Du schaffst. Ich will erstmal Münzen. Die er gefurzt hat, alles klar. Er hat sie nicht gefurzt, er hat sie gespuckt. Ah, okay, hab nicht gut gesehen. Toll. Au, 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 au. Ah, shit. Wieso zur Hölle spuckt er Münzen? Weil ich sonst am allerwertesten wäre. Perfekt. Nicht. Ich will die. Ah, ich hab sie nicht. Oh, und ich sehe nur die Schockwellen ein bisschen. Schlimm. Aber ich schlag mich relativ gut dafür, dass ich. Okay. Dahin, nein. Nein, da war. Ja, genau da. Ja, ein Stück. Ah, oh, nee. Nein! Das heißt noch nix, ah! Nein! Scheibenkleister, jetzt muss ich ihn eigentlich erstmal dazu. Ein Kampf der Giganten. Wario gegen Goliath. Was? Nein, Nee, gegen Bauschuh. Mario gegen Bauschuh. So, und jetzt. Also ich sag mal, wenn ich jetzt Game Over gehe, okay, dann lassen wir es erstmal und versuchen uns an etwas Leichteres. Aber ich glaube nicht, dass ich den jetzt noch hinkriegen kann. Mit einem Leben. Hallo? Wird schon gehen, komm schon. So nicht. Doch. Münzen, Münzen, Münzen. Oh, du wirst Mann. Es schon schaffen. Was? Scheiß Schockwelle. Mann. Ach! Nein! Los, weg, 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 weg. Ah, das da. Münzen, nein, 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 Münzen, 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 Münzen. Münzen, Münzen. Ah. Ja. Komm her. Oh, er macht sowas. Denkste, wa? Bauschuh. Nein! 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 Ich bin da einfach hinter dir so läuft. Komm. Ach! Das gibt's doch nicht. Nee. Nee, einfach nö. Da, Münzen. Nein! 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 Was denn so? Game over. Okay, jetzt widmen wir uns mal leichteren Sternen, würde ich sagen. Es ist schon 6 Uhr. Was? Das ist schon. Müsstest du jetzt nicht langsam. Ach nee, du hast gesagt. Nein, wir haben noch ein bisschen. Okay, also ich mache die Session auf jeden Fall noch mit Kinect zu Ende, aber dann geht's weiter mit Controller. Ey, aber immerhin, ich habe wenige Sterne damit sogar tatsächlich bekommen und ich habe den ersten Bowser geschafft. Also. Der eine so. Axelor ist Geld geil. Ich zitiere: Münzen, Münzen, Münzen. Okay, die Beweise sind eindeutig. Mario wäre an dieser Stelle sehr gut. Okay, also der Beweis war eindeutig, ich bin geldgeil. Was ich dazu sagen wollte, genau, ich hatte tatsächlich überlegt, ob ich mich meinem Kanal mehr widmen kann in Zukunft. Was leider momentan noch nicht möglich ist. Das wird sich aber trotzdem zeigen. Beziehungsweise ich bin momentan eigentlich auf der Suche nach einem Teilzeitjob. Wovon meine Chefin noch nichts weiß. Naja, und falls das was wird, kann ich mich mehr um meinen Kram kümmern, beziehungsweise ich habe sogar noch eine Alternatividee für den Fall, dass das nicht so ist. Dann arbeite ich halt Vollzeit so lange, bis ich genug zusammengespart habe, dass ich ein ganzes Jahr Außenzeit nehmen könnte oder wenigstens ein halbes. Und mich dann mal richtig um alles kümmern kann, wie zum Beispiel, ups. Professor Layton vs. Ace Attorney nach 3 Jahren fertig. Aua. Nee, das nicht, das kommt eh immer auf Mark an, wow. Ja.
Nein, was ich meine, zum Beispiel so mich um so Sachen kümmern wie das Gravity Falls Fangame, andere Projekte, die ich leider auf Eis legen musste. Schlagt irgendwas vor. Auf jeden Fall, ich will mich wirklich damit befassen. Ich will eventuell auch dafür sorgen, dass ich, weiß ich nicht, ein paar Videos in andere Richtungen mache, die ich gern machen würde. Eventuell zusehe, dass ich tatsächlich solche Videos auch mal mache, wo ich erstens Bock drauf habe und zweitens die eventuell dann auch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, dafür sorgen können, dass mein YouTube-Kanal irgendwann Selbstläufer wird. Also beziehungsweise, dass ich mich dann tatsächlich, richtig Vollzeit hoffe, selbst drum, dass ich mich Vollzeit um meinen YouTube-Kanal kümmern könnte. Also zum Thema Geldgeil, ja, in dem Sinne ein bisschen. Aber ich möchte natürlich nicht irgendwie um Almosen betteln. Manche Leute machen ja sowas über Donation. Ja, genau, Donation, Patreon. Das hat gerade einer, oder wie das heißt. Kennst du dieses neue Ding, was sich daraus kristallisiert hat? Patreon, irgend sowas, wo man wohl jemanden unterstützen kann mit monatlichen Zahlungen und sowas. Sowas finde ich eigentlich ehrlich gesagt blöd, vor allem weil ich keinen Content produziere, wo ich urheberrechtlich gesehen sagen könnte, hey, ihr solltet mich unterstützen, weil, upsa, ich bleib bei Baum. Weil ich da was voll Neues und voll mir Gehörendes machen würde. Wenn man kreativ ist, sollte man sowas machen, ja. Was? Wenn man schon so kreativ ist und wirklich was Neues bringt, dann wäre das schon... Richtig. Aber ich möchte sagen, ich bediene mich ja bei solchen Sachen wie dem Layton Fangame an IPs, die mir nicht gehören und sowas. Und das wäre einfach unfair den Rechteinhabern gegenüber, wenn ich mir darauf ein Leben aufbauen würde. Wenn ich irgendwie mal diese Fangames fertig kriegen sollte und merke, ja, tatsächlich, ich kann gute Spiele machen oder sowas, dann würde ich natürlich drüber nachdenken, meine eigene IP zu starten oder irgendwas, aber das liegt in weiter Zukunft. Das heißt Zukunft. Dann, ich werde deine feste Zeichnerin. Eventuell, Zell. Oh Mann, ich wollte losrennen. Oh. Und das war nix. Ich wette, ich brauche dafür sowieso wieder Wario, wenn ich diesen einen Block schon sehe. Oh Mann. Okay, versuchen wir was anderes. Tralalalala. Wo kann ich denn überhaupt noch ein paar Sachen kriegen? Ich glaube, hier waren noch ein paar Sterne, die ich vielleicht schaffen könnte. Rollende Stämme, oh. Wenn jeder Streamer so denken würde wie du, wären Twitch und YouTube arm. Richtig. Aber ehrlich gesagt, ich denke nun mal so und ich, das ist einfach nicht so, das ist... Jeder Mensch ist anders. Ja, genau. Und deal with it. Ja. Jetzt fehlt nur noch die Sonnenbrille. Ja, aber ehrlich gesagt, mir geht's gar nicht darum, ob YouTube arm ist oder nicht. Ehrlich gesagt, die verdienen ja sozusagen an dem ganzen Beschiss mit. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber es ist im Grunde für mich, moralisch ein bisschen verwerflich, wie manche Let's Player wirklich noch... Naja, nicht nur Werbeeinnahmen benutzen, okay, ich wäre jetzt selber ein Heuchler, wenn ich sagen würde, Werbeeinnahmen sind auch völlig unokay. Aber auf jeden Fall, ich finde, also was manche Leute so richtig machen, so aus Fame-Geilheit und Geld-Geilheit vor allem dann auch noch. Das vor allem merkt man das ganz oft bei klickgeilen Titeln. Ja, was erzähl doch du mal, ich möchte nicht jetzt als böser Typ dastehen oder... Also, als Feind aller Let's Player und YouTuber und... Brauchst du nicht, ich teile genau dieselben Gedanken wie du. Ja, aber du solltest... das mag aber nicht jeder. Zum Beispiel diese klickgeilen YouTuber, die werden wahrscheinlich drüber denken, boah, was ist das denn für ein Spaß? Aber ehrlich gesagt, ja, mit denen muss ich ja auch nichts zu tun haben. Korrekt. So. Oh weia. Und sie haben ja auch eine eigene Meinung. Ja, und die eigene auch nicht und diese Meinung, die bin ich ja, da bin ich ja völlig, die können die ruhig haben. So, ich bin übrigens Game Over. Yay. Yeah. Ja, wo hole ich mir jetzt noch einen Stern? Wo habe ich einen Stern, der leicht genug zu kriegen ist? Für Kinect-Steuerung. Was fehlt mir denn eigentlich noch? Ah, vielleicht sollte ich einfach mal zu Regenbogen-Dings da gehen.
zu diesem Regenbogenwelt-Ding. Ja. Was eine blöde Idee ist, weil da wird es noch schlimmer. Interessant, was im Chat läuft. Was denn? Okay, ich deal damit. Wer will Axios Meinung? 15 Euro zum ersten, zum zweiten, hey, 20, zum dritten. Ey, das gibt's doch nicht. Und ich werde nicht mal dran beteiligt. Oder was? Nein, nein, nein. So wird hier nicht gewettet. Apropos Wetten, also wenn ich da auf die Art und Weise noch ein bisschen Geld machen kann. Nein. Ach Mann, ich versuch's nochmal. Ich weiß gar nicht mehr, in welches ich rein muss überhaupt. Aber das wird lustig, egal welches ich treffe. Es wird sowieso ein Fail. Und drin! Ja! Bam! Komm schon. Du bist halt ein Pro-Professor. Und ich glaube, ich bin ins Falsche gesprungen. Oh, oh Gott. Also, Münze 1. Viel Spaß! Dankeschön. Das wird so gar nichts. Aber mal gucken, wie lange ich durchhalte. Ah, Moment, ich kann ja hier jetzt als... Ich wette, 2 Minuten. Oh, jetzt kommt's, jetzt, also. Wenn ich das länger als 2 Minuten du durchhalte. Scheiße. Yeah. Da ist eine, ja, da ist eine, da kommt, jetzt kommt Stuhlhase wieder. Stuhlhase kommt vom Essen wieder so, das ist die schlimmste Mission im Spiel. Was jetzt? Ich krieg das Ding nicht? Super. Wow, yes. Okay, ich will da runter. Und ich brauche wieder ein Wario oder was? Oh, shit. Oh, nee, doch nicht. Yippie. Gott. Oh, oh. Da will ich, ich will niemals sowas tun. Und, ah! Oh Gott. Krass, ne? Ja, schon. Aber warum brauche ich überall ein Wario, wo ich bin? Jemand fragt, bist du sicher, dass du nicht doch mit dem Controller spielen willst? Na, noch nicht. Wir machen dann noch eine Pause mittendrin und dann kann ich mir noch mal überlegen. Oh. Ich glaube, bei dem bin ich richtig. Ey, ich hab schon 3 Minuten. What the fuck? Bei so einer Map, alles klar. Bei dieser Map, bei dieser einen. Genau bei der. Ja. Und das ist die, das ist eine der krankesten. Wenn ich hier den Stern kriege, dann... Und wenn nicht, dann ist es die krankeste. Hä? Und wenn nicht, dann ist es die krankeste. Ja. So, wie sieht's denn eigentlich aus, wenn ich als Wario das Ding bekomme? Kriegt er dann einfach nur sein Teil, oder? Ja. Na. Oh. Jetzt habe ich einen Metal-Wario. Oh. Der hört gerne Metal. Mhm. Wer hört nicht gerne Metal? Aber wenigstens kann ich hier mal ein bisschen, Oh Gott. Ich muss den Baum setzen. Ich muss da eigentlich da hinten hin. Oh Gott. Aber, Oh Gott. Soll ich da hoch? Ich glaube, da schieße ich übers Ziel hinaus. Ich versuch's mit dem Baum. Oh Gott. Ganz kurz mit der Hand so. Nein. Ja. Ich denke, so wird's schon sein. Nein, nein, noch ein bisschen höher. Sicher, sicher. Ja. Naja, so. Ja, der ist schon schwer, der ist schon schwer. Ja, schade. Huchi. Ich glaube, wir sollten hier vielleicht doch schon die Pause machen. Wenn du willst. Bitte, bitte. Ich möchte dann okay, wieder mit Gamepad spielen. Ja, wir wollen dich nicht weiter quälen. Ist ja schon okay. Frage. Würdet ihr mich denn wirklich so weiterspielen sehen? Weil ich schaffe hier ja überhaupt nichts. Oder habt ihr davon ich echt... Ich mach dann mal eine Abspielung. Was haltet ihr von Kinect? Kram in Spielen. Ehrlich gesagt, es gibt Spiele, die sich damit tatsächlich steuern lassen, und zwar Pokémon-Spiele. Der Hase fragt, wann geht es weiter? Wann's weitergeht? Wann war nochmal angesetzt? Ich glaube... 8? Nee. Ein bisschen, ich glaube 7:45. 7:45, okay, dann machen wir 7:45. Gut, also, bis dahin würde ich mal sagen.
Ja, die meisten wollen einen E-Controller. Okay. Außer Leiter will dich weiter quälen. Okay, danke schön. Na dann, bis.